zum Video heute. Ja, willkommen alle. Und zwar, hallo, kommen alle. Ich will heute was zusammen was machen. Und zwar, kennt ihr das Ganze, wo das die HLB, HLB, die bei uns aktuell noch rumfährt. Wo war es eigentlich gestanden? Diesen Zug, wo da rausgestanden ist, warum die Legotram nicht mehr gibt. Und ja, das zeige ich heute. Und ja, also vorab, ich würde natürlich alles Artikel zeigen, also was da alles zustanden ist aktuell. Auch ein paar Probleme und so die Sachen. So, fangen wir mal losmachen. Und zwar, warum haben die hier diesen Zug ja gewählt? Oder warum haben die Züge, ein Unternehmen uns gefragt? Legotram ist viel zu langsam, das heißt für die Legotram den einfach für die Tram ja zu ersetzen, für Fahrgäste einfach ja, dass die ja ersetzt worden ist, also ab ja, also das heißt ja, das heißt nur von den Fürther, Starter Fürther zu ersetzen für die Tram, weil erstens diese Tram ist mega langsam und zweitens dafür macht es auch keinen Sinn, wenn du unterwegs bist mit der Tram und dann hast du ein Problem, ne? Aber dafür haben wir natürlich auf ganzen Landkreisen das Ganze auch Problem, ganz lange das Problem gehabt, dass wir denn keinen Zug gefahren haben oder kein Unternehmen gefunden, warum der Zug gar nicht fährt. Also dieser Tram nicht mal fährt. Das ist erstens der Nachteil, die Leute gibt es wenig, die damit fahren wollen mit der Tram und die wollen einen modernen Zug haben, da ist auch noch Klo dabei. Aber der Legotram, da sehe ich ganz anders, da ist kein Klo drin, ne? Da könnt ihr einhalten, wie ihr wollt. Also vor dem Fahrplan wechselt, das heißt, ja. Also da gibt es auch eine Klimaanlage, das heißt alles was da drin ist, haben wir beschlossen und einfach hier auf Standard für uns fahren zu lassen. Das heißt, jetzt ist es ja ein Fahrzeug, das heißt es hat auch ja Klo drin, könnt damit, ja halt, ne? Und dann hat er einfach übernommen das Ganze bis 2014, die Legotram von HLB, von RT bis HLB, das Ganze ersetzt. Für diese Tram gegen HLB, ja, ersetzt. So. Der nächste ist natürlich, der nächste Artikel ist für Hessenbahn und ja, ist der RE9 hier, den ich in der Hand habe, und zwar das RE9. Und warum fährt der nicht mehr, nur warum nicht mehr aktuell? Ich kann zwar sagen, der fährt auch nicht mehr, weil sofort nicht mehr rum, weil der Nachteil ist mit dem Zug. Gab es auch hier vor dem Fahrplanwechsel, das heißt hier ab 2014 ab Dezember, also von Kassel da nach Treiser zu fahren, ab heute fährt er nicht mehr rum. Das heißt, er war die ganze Schaft für den Legotram erwechselt geworden, für den Fahrplan, dass er nur die Legotram ersetzt wurde gegen diese Zug. Aber heute fährt er nicht so rum, bei uns nicht mehr, bei mir fahren die nicht bei uns Landkreisen nicht so rum. Leider schade, ich hätte gerne noch mehr haben. War sehr angenehm. Aber ja, gegen den Verkehr zu unterstützen. So. Der nächste ist der Mittelhessen Express, ja. Und das ist die hier, diese schöne Baureihe hier, also hier, warte mal, Moment mal, wie geht das hier nach? Also diese Vollansicht, das heißt, dafür wurde dieses Fahrzeug ja ersetzt gegen den Hamster da, keine Ahnung. Ja, das heißt, alles war übernommen worden, das heißt, gegen die, ja, 2006 ist das schon, ja, Ende des Monats gewesen. Also Ende des Jahres gewesen. Und dann haben die ja beschlossen, okay, wir wollen jetzt den Zug hier austauschen gegen jetzt einen anderen Triebwagen, weil der, warum der nicht mehr fährt, das kann ich auch sagen. Erstens die Technik hat man schon alles angefallen, aber der Nachteil ist, heute fährt er nicht mehr rum. Nur auf anderen Linien heute, aber ja. Das heißt, heute fährt er nur der, kann ich euch zeigen, kann ich euch kurz mal zeigen, oder ich kann es von meinen Bildern zeigen. Ich kann es euch gerne zeigen. Moment, ich muss kurz mal hier dieses hier Ding machen, weil ihr solltet das nicht sehen. Was ist so viele Bilder? Das ist eine. Ist für Datschutz. So, jetzt muss ich gucken. Ich muss kurz gucken, weil das muss gemacht werden. Das heißt, ich will Leuten was zeigen und so. So, hab's gezeigt, so. Und hier ist der beste Zug, heute fährt nur dieser Zug vorbei. Das heißt, hier, bei uns fährt er hier rum. Das heißt, ja, habe auch Gelegenheit, auch mal zu filmen. Das heißt, ja, den Foto gemacht, so sieht er aus. Das ist für alle, für der Standardnehmer. Wer das jetzt hat, der hat Pech gehabt, die 25, ja, leider mit der, ja, hat ab heute, ich hab Marburg da gesehen, diesen Triebwagen, diesen hier 425 da. Aber fährt nicht mehr, leider. Ja, leider. Aber hier steht ja natürlich hier alles da drin, was man alles so extra, ja, halt, ne? Aber, ja, schade.
schade, dass dann irgendwann die beiden Fahrer nicht mehr fahren tun. Das liegt ja daran, alle Leute haben sich andere Meinungen gegeben und ja, für diese beiden Züge, also das heißt hier für diese, die beiden Züge, der fährt heute noch rum, Lego Tram fährt nicht mehr, also auf der Lego Tram, der Linie da zu der RT9, da kann ich euch reinschreiben, ja, so, aha. Da ist auch da natürlich auch, hier steht natürlich auch RT9 noch drin. Also halt, ne, jetzt könnt ihr eingeben. Da ist noch eine WTP-Seite, warum die Linie nicht mehr gibt. Und die, erstens, die Fahrt ist zu langsam. Und natürlich, hier steht ja schon, weil, ja, am 9. Dezember 2013, ja, das heißt, ja, wurde das Ganze übernommen. Bei Fahrplanwechsel bei der HLB wird der Lego-Tram ersetzt. Ja, könnt ihr einfach nachgoogeln, könnt ihr ein bisschen googeln. Googeln ist euer Freund, das muss richtig verfüttert werden, so. Ja, schade. Schade, dass dann alle Leute nicht mehr fahren, aber natürlich ist er natürlich auch, so sieht das Ding aus, also bitte nicht im Susi, bitte nicht aussehen, wie der Susi so aussieht. Also so sieht er aus. Im, ja, da steht auch RT9. Und der, die Fahrt war, ich bin auch mit dem Kind auch mitgefahren, es war auch viel zu langsam gewesen. Ja, ja. Gegen Vierter. Ja, halt, ne, aber, ja. Das heißt, andere Leute haben da übernommen. Ja, steht alles hier dabei. Und die Linie gibt es nicht mehr. Ja. Kann ihr euch alles durchlesen, könnt ihr alles so durchlesen, könnt ihr da gleich mal draufklicken oder auf den Artikel, werde es auch mal irgendwo verlinken. Hier werde ich sie verlinken hier. Und ich habe euch gezeigt, warum die Dinger nicht mehr fahren. Erstens, die Diesellok, Dieseltriebwagen fährt ja nicht rum. Lego Tram fährt nicht mehr rum. Diese andere, dieses Baureihe fährt nicht mehr rum, das war auch ein Stück vor uns gewesen. Ja, hast du jetzt, fährt nur dieser, der rum, nur ein Einzelner, der rumfährt, bei uns nur. Ja, ja, ziemlich schade, leider, leider. Aber egal, hoffe die Leute sind glücklich. Aber ja, ich kann euch alles verlinken. Ja, habe euch gezeigt und dieses Video habe ich jetzt euch das erzählt, warum es so ist, gesagt habe, warum es so ist. Es liegt einfach daran, dass anderen Leute Meinung sind, aber bei Lego Tram dauert es halbe Stunde so. Wenn du über die fährst, das dauert halbe Stunde, war auch zu langsam. Bei den Flirter aktuell kannst du, wenn zum Beispiel der gute Fahrer ist, das liegt ja daran, der HLB, der bei uns fährt, ganzen Haltestellen da rum und das ist nicht gut, aber ja, also RE30 wird auch noch aktuell rum, ja, und mehr auch nicht, ja. Dann würde ich gesagt haben, ja, wollte gerade kurz was, ja, was sagen, ja, habe was zu sagen hier und ja, ja, danke und Aufmerksamkeit, ich hoffe mal, es hat euch ja gefallen, was ich ja so alles erzählt habe und ja, Wiedersehen, tschüss, Wiedersehen. Abonniert den Kanal. Vergessen, abonnieren nicht vergessen, ne? Abonnieren und Wiedersehen. Tschüss.